Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Fallout. Wir werden diesen jungen Herrn endlich mal vom Hämmern abhalten. Preston meinte, du könntest dir diese Pläne mal für mich ansehen. Es ist ja reizend, dass er aufhört zu hämmern, wenn er... Zeig mal, was du da hast. Drehst du dich noch um, oder? Schmalzlocke. Glaubst du, du kannst das hier bauen? Hier bitte, jetzt nicht. Ich muss wissen, ob du bauen kannst. Was? Ich muss wissen, ob du das bauen kannst. Wow, ziemliches Chaos. Sieht aus wie... verschlüsselte Radiowellen, okay. Es wird also durchgeleitet durch... Scheiße, was? Durch ein Klassiksender. Situation. Das ist ziemlich abgefahrener Scheiß. Bist du sicher, dass das kein Schwachsinn ist? Ich hab's von jemandem, der weiß, wovon er redet, kannst du das Ding bauen oder nicht. Genau. Entweder funktioniert es oder wir werden einen echt coolen Brief schreiben. Ja, das ist gut, das nehmen wir. Entweder es funktioniert oder wir werden einen echt coolen Briefbeschwerer bauen. Naja, wer auch immer die Pläne erstellt hat, wusste, wovon er redet. Ach was. Entweder ein Genie oder ein Verrückter. Werden wir wohl bald rausfinden. Wie dem auch sei. Ist grün, ich glaube, ein Stück etwas zum Beiden nehmen würden. Die Eierköpfe denken sonst nie an den Kleinkram, den man braucht, um etwas tatsächlich zu bauen, aber hier scheint alles da zu sein. Mhm. Ja, ich werde etwas Zeit brauchen, um mir das genauer anzusehen. Die Handschrift ist ziemlich schwer zu entziffern. Wie denn, wie kannst viel du in der denn? Zwischenzeit schon mal mit was anfangen, das er stabilisierte Reflektorplattform nennt. Okay. Du wirst ziemlich hochwertiges Metall brauchen, aber im Grunde ist es nichts anderes als die Verkleidung eines Jettriebwerks. Auch wenn es sonst nichts ist. Kannst du mir eine Liste von den Sachen geben, die wir für diese Plattform brauchen? Kannst du mir eine Liste von den Sachen geben, die wir für diese Plattform brauchen? Ja, sicher. Hier sind sämtliche Sachen aufgelistet, die du für das erste Teil brauchst. Ich glaube, wir haben das alles in Sanctuary, wenn du das Ding da bauen willst. Während du daran arbeitest, versuche ich rauszufinden, wie man den Rest dieser Maschine baut. Okay. Was ich jetzt schon sagen kann, das Ding wird eine irre Menge Energie brauchen. Behalt das am besten gleich im Hinterkopf. Wenn du also zufällig einen Kernreaktor über hast, könnten wir den gut gebrauchen. Mhm. Außerdem wird das Teil ziemlich groß. Finde also einen schönen, großen, offenen Platz, an dem viel Energie bereitsteht. Ja, da würde ich mal einfach sagen. Okay, das muss dann hier wohl wieder abgerissen werden. Können wir sowas denn wieder abreißen? Das können wir mal eben kurz probieren. Das habe ich überhaupt noch nicht ausprobiert. Aber ich schätze noch mal, ich kann auch alles verwerten. Ja, klar. Okay, gut. Das können wir also verwerten. Das ist gut. Bau die Reflektorplattform. Das ist ja mal eine konkrete Anweisung. Du kannst es umsetzen. Ach ja, ich kann es ja umsetzen, genau. Entschuldigung. Ja, ich kann es sogar versetzen. Das machen wir. Dankeschön. Habt ihr recht, genau. Dann versetzen wir das Ding doch einfach mal. Auswählen. Platzieren. Dann steht es ja wohl hoffentlich weit genug weg. Und den nehmen wir auch mit. Ja, danke schön. Und er kommt hier hin. So, weitermachen, kleiner Roboter. Dankeschön, Dankeschön. Spezial, ob hier dann die stabilisierte Reflektorplattform bauen mit 3 Schaltkreisen, 5 Stahl und 10 Aluminium. Wie? Mehr nicht? Okay, muss das Ding irgendwie, ja, pff, was heißt viel Platz? Das wird ja wohl hier gehen, ne? Wie viel brauche ich denn noch dafür? Nö, nur die eine wohl, ne? Wir sprechen ihn mal wieder an. Steht er jetzt?
Es war einmal der mutige Will. Der brauchte einen Teleporter. Ganz schnell, seinen Sohn zu retten, war sein Begehr. Noch lieber hatte er nur sein Gewehr. Danke, Abaddon. Abaddon. Entschuldigung, dass ich immer Abaddon sage. Abaddon. Sturges. Wieso treibst du dich eigentlich immer aus dem Haus rum? Und warum machst du die Melonen kaputt? Sag mal, der ist total übermotiviert hier, ne? Der Junge, oder? Hey, Sturges. Wie läuft's? Hast du einen guten Platz für den Signalfänger gefunden? Der steht da vor dir. Oh Gottes Willen. Ja, hast du den Rest sarkastisch? Ja. Da liegt jetzt eine riesige Metallpizza auf dem Boden. Also, ja. Ich hab doch nur gefragt. Kein Grund, gleich so Sprüche zu reißen. Ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie der Rest dieses Apparats funktioniert. Es gibt da noch drei Sachen, die etwas schwerer zu finden sein dürften. Hab sie dir aufgeschrieben. Das restliche Zeug bekomme ich so zusammen. Okay. Treffen wir uns am Bauplatz. Dann schauen wir mal, ob wir das Teil zum Laufen bekommen. Jo, Mokwi. Bau die Konsole, bau die Transmitterschüssel, bau den Strahlemitter. Optional, such in, habe ich jetzt nicht gelesen. So, in die Mitte. Ja, wir können ja verschieben hier, ist ja kein Problem. Wo ist denn hier die Mitte? Hier ist die Mitte. So. Oh, das ist sogar verdammt mittig. So, what the fuck? Was ist denn das hier? Spezial. Ach du Schande. Okay, das ist der im Mitte. Ach, guck mal hier. Ach, der rastet ja richtig ein. 2 Gummi, 10 Stahl, 5 Einschaltkreis, eine Schaltplatte. Na gut, machen wir das. Dann haben wir das Ding hier. Das muss irgendwo hin, ne? Steuerungskonsole. Benötigt 2 Strom. Okay. Und das benötigt 5 Strom. Transmitterschüssel. Die kann wahrscheinlich irgendwo hin, ne? Denke ich mir mal. Die konnte ich doch drehen, ne? Mit dem... Die Transmitterschüssel. Dann richten wir die mal dahin, würde ich sagen. Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen, ne? So. Und das Steuerungspult, das stellen wir mal hier hin. Aber komm, nicht so vielleicht ein bisschen. Ne? Genau. Ja, doch. Dann sieht es nach was aus. Okay, das wär's. Jetzt brauchen wir Generatoren, brauchen wir, ja. Herstellung. Quatsch. Ressourcen. Schutz. Energie. Generatoren. Produziert 3. Produziert 5. Produziert 10. Ja, ich würde sagen, den können wir uns leisten, ne? Was ist das denn für ein Ding? Industrial Medium? Krass. Der frisst mir aber ein bisschen zu viel nukleares Material. Fusionsgenerator. Der sieht aber auch nicht schlecht aus. Ja, ach, scheiß auf Windrad. Komm. Generator, Small Fusion. Das ist ein kleiner. Echt? Nukleares Material. Braucht ihr nur 10. Das ist ja nicht schlecht, ne? Stahl. Ja, an dem nuklearen Material hänge ich doch sehr. Aber der produziert nur 20 und der produziert 35. Ich glaube, das wäre besser. Den Rest habe ich ja viel. Ja, komm, wir bauen den hier. Das Problem ist, dass diese Generatoren ziemlich viel Lärm machen sollen. Wobei, auch dafür gibt es einen Mod. Habe ich gehört. Der die leiser macht. Ich glaube, den würde ich mir dann wahrscheinlich auch besorgen. Stellen wir den da mal ran.
So, das ist jetzt wahrscheinlich zu weit weg. Genau. Jetzt müsste ich Kabel bauen. Energie, Stecker und Schalter. Habe ich bisher noch überhaupt noch nicht gemacht. Schalter, Druckplatte, Laserstrahlennetz, verzögerte Ein- und Ausschalter. Sehr nett. Energie sonstiges. Terminal, Leuchtkasten. Muss ich Kabel überhaupt bauen oder... Ja, Maestro, schönen Abend noch. Das heißt, du gehst oder... Achso, Kabel anbringen. Hier, Y. Na, pass auf. Nicht, dass du ein Kabel ankriegst. Kabel anbringen. Und nochmal Kabel. Yep. Dahin. Nanu, sag bloß, es ist zu weit weg. Echt jetzt? Das ist zu weit weg. Okay, also, so weit kommt's noch. Auswählen. Das kriegen wir noch geregelt hier. Das muss auch gehen. Erstmal an die Antenne hier ran. Okay, das hat funktioniert. Ach, ich kann die Kabel auch von Verbraucher zu Verbraucher ziehen. Okay. Wo muss denn das Kabel ran hier? An das Ding hier. Ach, nach da oben muss das. Okay. Oh, warte. Warte. Ach, das gibt aber hier. Auf jeden Fall gibt das ein Foto. Wow, ich habe Texturprobleme, ne? Okay, so ein Screenshot hat keiner. Da will ich mal ganz stark von ausgehen. Das sieht schwierig aus. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an AMD. Hat ein bisschen was von Weihnachten. Achso, ich muss ein bisschen... Höher mal hier. So. Genau. Das wird mein folgendes Screenshot. Okay, Sturges. Sturges. Von meiner Seite sieht alles gut aus. Er macht da gar keinen Krach, der Generator hier. Jupp. Auf jeden Fall. Bin ich. Sollten wir es nicht erstmal testen? Ach so, ja, ich könnte eigentlich, keine Ahnung, wir hauen dann ja auch direkt ab, ne? Ins Institut, oder? Kann das sein? Nö, ich bin soweit. Glaube ich. Wieso doch, die Grafikkarte steht eigentlich in der Hardware-Beschreibung. Das sind jetzt 290. Die haben ja letztens die Treiber aktualisiert. Die schimpfen sich jetzt ja Crimson. Und seitdem gibt es ja irgendwie gelegentlich mal Probleme. Weil sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ganz ehrlich, wer hat schon so einen Baum? Erstmal gut vorbereiten. Die Radions sind nicht... Ich wünschte, das ginge, aber wir haben nur den einen Frequenzcode. Wir können das Teil nur testen, indem wir... Ach so, die ersten drei machen wir krass. Aber das können wir nur einmal machen. Okay. Sobald das Institut mitbekommt, was wir gemacht haben, ist der Code nutzlos. Und ich glaube kaum, dass die Eierköpfe zweimal pennen. Ja, okay. Da hast du wohl recht. Okay, dann... will mal gucken. Was heißt, ich habe nur eine Radion... also nicht optimal für Vorlaut... Nvidia kommt ja nicht ins Haus. Eine Firma, die durchgehend seit 10 Jahren lügt und betrügt und den Leuten nachher im Prinzip nur den halben Scheiß verkauft, muss ich nicht unterstützen. Und die Nvidias sind nicht wirklich viel besser als die Radeons. Das ist ein Gerücht.
Insofern, ich finde diese Karte schon recht optimal. Hat man der nichts auszusetzen. So, was haben wir denn hier? Hilfsmittel. Wir könnten Andi noch mal eben ein bisschen was. Ich habe genug zu essen mit, eigentlich. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was mir großartig fehlt. Also wegen mir kommen wir so los, würde ich sagen. Ach so, na okay, du bist mit Power Armor Institut. Das könnten wir natürlich machen. Wir könnten natürlich mit Power Armor ruhig... Wer hat ihn da hingestellt? Wer räumt denn hier auf? Hallo? Jetzt wird auch noch hinter mir hergeputzt. Ich glaube das einfach nicht. Naja gut, warum nicht? Ist ja nett gemeint. Ich frage mich aber wirklich, wie die darüber gekommen ist. So, was haben wir hier? Snackrad. Den Radsnack brauche ich auf jeden Fall nicht. Und der kommt... Ich möchte dir nur mal zeigen, dass ich was, dass ich ein bisschen was gelernt habe. Deshalb kommt das Ding weg. Und zwar gleich hier rein. Zack, zang, 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 zang. Passt. So, dann essen wir jetzt noch eine gebackene Blähfliege. Ne, die essen wir jetzt nicht, sondern... Ja, die hier. Gut, dann gehen wir da mit der Power-Rüstung rein. Ich werde meine Waffen jetzt nicht im... Also die Waffen sind aufgewertet. Ich kann momentan die nicht höher aufwerten. Das ging nicht. Höher als sie jetzt sind, kann ich sie nicht aufwerten. Dann bräuchte ich zusätzliche Skillpunkte oder Perks. Und ich habe die letzten beiden in Stärke und Charisma gelegt. Das ist also nix. Außerdem würde ich die sonst nur zwischen den Aufnahmen mal aufwerten, also außerhalb vom Stream. Weil in der Regel geht da eine Stunde mal drauf, den ganzen Krams hin und her zu schleppen und zu schrotten und zu modifizieren und das möchte ich niemandem im Stream antun. Sturges, von meiner Seite sieht alles gut aus. Wir können aber speichern hier und dann reisen wir einfach mal hin. Yep, ich bin bereit. Legen wir los. Bist du sicher? Ja. Okay. Du musst auch nicht viel machen. Stell dich einfach auf die Plattform. Ich suche nach einem Signal des Instituts, das wir kapern können, dann schmeiß ich das Ding an und wir schauen mal, was passiert. Ja, die Glowing Sea habe ich auch ohne bestanden, aber ich kann halt die Power-Rüstung mitnehmen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Stell dich einfach auf die Plattform. Den Rest erledige ich. Fusionskerne habe ich ja noch. Ich will noch mal ein Foto machen, wenn ich da drauf stehe. Ach, kann ich gar nicht. Schade. Okay, jetzt nicht mehr bewegen. Wollen ja keinen Datenverlust beim Molekularstrahl riskieren. Übrigens, ich habe mir gedacht, dass das die perfekte Gelegenheit ist, so viel wie möglich über das Institut und ihre Pläne rauszufinden. Auf diesem Holoband ist ein Programm, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Okay. Oh, oh. Wir sollten uns besser beeilen. Ja, dann... Und keine Sorge wegen des Schlauchs, der darum wackelt. Der Ding ist nur da als Verzierung. Okay. Suche nach dem Institutssignal. Alles klar. Radiobereich. Warum habe ich das Gefühl, dass ich nicht da rauskomme, wo ich rauskommen soll? Das sieht ja ganz beruhigend und friedlich hier aus. Jawohl. Die werden bestimmt nicht begeistert sein, wenn sie sehen, dass ich hier bin. Wo ist Nick denn? Ach, der kannte nicht mit, ne? Na, dann will ich mal hoffen, dass ich hier noch Terminal Skills habe. Letzter Zugriff. Okay. Fehler, Signal umgeleitet. Hallo. Okay.
Was? Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. Okay, was mir jetzt gerade Sorgen macht, ist, dass hier gerade die Quest der Weg zur Freiheit gescheitert ist. Jetzt bin ich mal eben am Überlegen, was das für eine Quest war und warum. Das heißt, ich würde wahrscheinlich gleich nochmal neu laden. Weil mir das nicht gefällt, wenn mir plötzlich eine Quest abhanden kommt. Fehlgeschlagen. Sprecht mit Dismo. Aha. Da muss ich jetzt gleich mal eben mit dem Chat sprechen. War das jetzt quasi die Geschichte, dass ich mich für die Fraktion jetzt entschieden habe, dass ich bei der, dass ich bei den Minutemen jetzt bleibe? Oder wieso ist die gescheitert? Oder was hat das damit zu tun? Such nach der Railroad. Ich werde auf jeden Fall nochmal den letzten Spielstand laden. Das mache ich. Dann gucke ich mir das nochmal an und dann wird das nochmal geprüft. Und ich weiß auch nicht, die Stimme von dem Menschen eben, ich komme gleich noch drauf. Woher das, ist das die Stimme von, von Mr. Magneto? Von dem Schauspieler? Von Magneto aus X-Men? Könnte das sein? Nee, ich werde bestimmt nicht alle Quests erfüllen können. Das ist mir klar, aber ich will wissen, warum diese Quest hier jetzt fehlgeschlagen ist. Also mit der möchte ich auf jeden Fall mal eben sprechen. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal eben machen. Das heißt, ich mache mich nochmal nackig. Und das kann ich ja mal eben außerhalb des... Nick, könntest du mal bitte den Platz da verlassen? Das machen wir mal eben außerhalb der Aufnahme. Dann gehe ich da mal eben rüber und spreche mal mit der Lady. Ich will wissen, was die jetzt von mir wollen könnte. Bunkerhell, Tote Smiling Kate, Old North Church, da sind sie doch, ne? Einfach mal das von dir weiter oben lesen. Ja, ach du, meinst, das ist die Stimme, Ron? Okay. Guti, ich verabschiede mich für jetzt gerade mal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Tschüss.